Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Median XL. Wir sind Ende Akt 1 schon und jetzt halt wieder alleine. Der andere ist nicht da, es ist nur der Nemesis 86 da, aber jeden Abend um 9 Uhr mache ich mal eine Aufnahme. Ich werde es vielleicht eventuell ein bisschen früher irgendwann mal machen, weil wir am Abend auch noch GTA Online aufnehmen, ich und Ghostfunder. Deshalb, ja. Kann schon sein, dass man es auch ein bisschen früher macht für auch andere Leute. Weiß nicht, wann ihr Zeit habt, ich passe mich euch eher dann an. Also. Ja, mal schauen, wie das jetzt hier geht. Also man merkt, ich kassiere jetzt viel mehr Schaden als zu zweit. Man hat da glaube ich auch defensiv. Aber ja, ich sterbe mir schon fast. Gleich tot. Suchen gehen oder so. So Gleitfeier, das ist ganz schön. Ja, wir müssen mehr linke Master suchen. Okay. Das ist ein Eier, die Augen noch. Stimmt. Das ist auch das Problem, das ist ein bisschen ja. Wie machen wir das am besten? Durchrennen. Ja, hier ist ein Gebiet. Was haben die Gegner hat auch wieder. Nein. Klasse noch nehmen, weil es echt schwer für meine Daumen. Also beim Daumen, weil ich da die linke Maustaste drücke. Mit dem Zeigefinger habe ich langsam ein bisschen Probleme. Kapsel-Zeugs. Also mega schnell ist, sensibel eingestellt, bleibt. HD. HD. Ich weiß auch damals auf 800x600p, glaube ich. Was noch sehr, also war die Maus echt langsam. Weil man die damals auch nicht umstellen konnte. Und der PDP-Zahlen. Aber ich finde eigentlich, ja, das ist schon was besser als manche modernen Spiele mit halt geschwommenen Texturen. Also, geschwommene sieht man einfach viel weniger, weil es viel kleiner ist. Ich habe das sehr. Ja, zeitlos. Das ist einfach so. Natürlich auch nicht so wichtig ist. Oder? Diablo spielt. Ich stehe euch da. Schönere Grafik. Ich wünsche sie überhaupt nicht. Da gehört einfach diese Grafik. Das ist nicht verschönert werden. Das ist ein Remaster oder so, wenn ich nicht kann. Das ist immer noch die Sache. Ja, die Fans wollen es, machen Fake-News. Aber die Entwickler wollen es nicht und machen keine Ankündigungen. Diablo so bleiben, aber Diablo ist nicht mehr nicht.
4K Marvel Counter-Spielen gemacht. Sehr sensibel. Sehr nervig. Es geht gerade sehr, aber hey, wie geht denn das Bild dann auf die Maustaste? Der Mauszeiger auf die andere Seite. Schon gewaltig. Ah, ich bin leider heute auch wieder müde wegen dem Sport, den ich gemacht habe. Schlechtes Internet momentan, das ist nicht mehr. Wenn man mitspielt, würde der auch nicht so schön auslaufen können und so. Ja, ja, explodiert auch die ganze Zeit. So, wir müssen natürlich wieder ein bisschen laufen, weil wir den Waypoint noch holen können. Tut mir leid, aber Dankeschön für die Glückwünsche und so. Also, Lobe. Und danke für die Aufrufe natürlich. Die Kommentare. Auch relativ viele. Und langsam macht es sich. Macht ein bisschen schneller, ein bisschen gut. Hat ihn auch besser. Okay. Das Gebiet ist ganz hart in der Klappe. Also, Konzentration richtig am Arsch. Ich kann nicht mehr schwere Wörter sagen. Ja, eventuell muss ich halt eher früher aufnehmen, Diablo, weil Diablo schon sehr auf die Konzentration geht. Auch die Grafik immer aushalten und so. Man muss halt schon sehr detailliert schauen. Man muss die Augen sehr anstrengen. Kann das sein, dass wir sehr stark sind? Wir sind ja nicht geskillt. 10 Punkte. Jetzt muss ich wieder in die Detailität. Und Skill Tree. Wir werden langsam dadurch. Ja, eindeutig hier noch ein paar Punkte, auch wenn es viel Mana kostet dann. So. Okay. Mehr will ich jetzt nicht scannen. Mich würde eher den Druid mehr gefallen zu zeigen. Danke so ein bisschen. Das gelegt. Müssen wir sehen. Also mal schauen, ob Daniel geht. Dann werde ich bis morgen, bis zur Aufnahme, dann einen Punkt gestellt haben. Jetzt sind wir ein bisschen zu nervig. Ich habe nicht so gerne viele Builds, wo man viele Tasten drücken muss. Aber mit der Zeit, ja, bin ich dann auch müde.
Ich tue eigentlich nur Unix aufsammeln und lagern. Oder ganz gute Rares. Impossible. Aber einfrieren ist ja schon etwas dagegen, dass wir Schaden machen können. Nur eben, naja. Gestern ja zu zweit gezockt haben, ging es ja noch, aber alleine an den schweren Gegnern. Lost. Ja, wie gesagt, ist saustark. Hab ich noch das Giftwehr da was? Dem ich kann nicht mehr laufen. Ich bin in einem Knockback gekommen. Ja, sicher. Ich dachte, die könnte mich wirklich töten, aber ja, ganz knapp. Boah. Also, wir müssen kurz heilen. Wir gehen noch mal kurz runter. Sie spinnt einfach ein bisschen jetzt. Ja, ja, wie immer. Sehr, sehr. Das ist ein bisschen größeres Armageddon. Skill heißt. Englischen, Deutschen heißt der. Ich hab's überlebt. Muss man das auf einen Skill legen? Kann man da nicht Schrift schon einfach drin lassen? Ist gar nicht kommen, okay? So, jetzt machen wir noch Feuer, Arsch, Eis. Ich sterbe, nein, das wollte ich doch nie. Aber ich habe sie auch getötet. Das ist völlig OP. So machen wir Spiele jetzt nicht so viel Spaß, wenn ich da echt spammen muss. My work here. So, was habt ihr gedroppt? Ah, man verliert die Sachen. Ich bin bei Tod. Christ. Schon ziemlich heftig. Der Mord hat einen Schwierigkeitsgrad. Also, ich bin einfach noch nicht so bereit, da ich es noch nicht kenne, oder? Amazon. Melee Amazon. Oh, schade. Ich dachte, ich hätte ein paar. Wo ist jetzt dieser Kerl? Der Warif. Ah ja, die Runen und Dinge habe ich geupgradet. Ich wundere, wieso ich so starke Sachen habe. Ist alles gesockelt. Lieber aus dem Weg schaffen. Spell Damage Energy. Kein MF mehr. Das ist ja irgendwie anders. Das ist Magic Feind noch. Ich werde vielleicht noch einen zweiten Charakter nur für Magic Feind nutzen. Das wird wahrscheinlich eine Blut-Amazone sein. Mal gucken. This is a trending. You can create Arcane Shards by consuming tired Unix you no longer need. Catalyst plus Tiered Unix. Maximal 10 Arcanja. Was ist ein Catalyst? Catalyst plus Tiered Unix. Was ist ein Catalyst? Ja, gut. Schauen wir. Ja. Good evening. Ich möchte euch die Blut-Amazone mal zeigen.
Aber da können wir, glaube ich, noch nicht den Skill, den ich meine. Blutzone. So. Ja, Blut ist hoffentlich noch drin. Ja, Blutstorm und neutral. Wir wollen Blut nehmen. Ist das Blut? Blutferrier. Blutstorm. Das ist der Skill. Ich mag so Skills. Gibt zum Beispiel Sacred 1, Sacred Underworld nur. Das ist das Add-on. Auch so ein Spell, der so Laserstrahlen schießt. Und einfach so feste Punkte auf dem Boden. Wie Totems. Ah, Magic Missile. Also was brauchen wir für Blutstorm? Blutfurry. Verstehe das jetzt nicht. Wir brauchen Blutfurry. Ah, hier unten. Blutfurry. When below 66 Maximum Life or Buffered wird der Inner Sand Bloodlust. Innate Bloodlust. Was ist der Innate Bloodlust? Ich weiß nicht, was Bloodlust ist, aber hier oben können wir, glaube ich, auskennen. Nein, das ist da unten. Wurde es weggenommen? Also hier oben war links einfach zum Skillen und rechts waren ja die Über. Sachen. Die Übersachen sind hier unten jetzt, oder? Ja, Ultimate Skill. Also. Ich möchte gerne auf Blut gehen, aber schauen wir noch kurz die anderen an. Das ist einfach Blitzschaden. Blitzresistenz und normalen Schaden. Ist nicht so toll. Also können wir auch mal benutzen. Io Fire Elementals möchte ich natürlich noch skillen. Ein Healing Spell, okay. Spellbind. Ja, ist eigentlich viel einfacher, denke ich mal. Also dann starten wir. Hello. Wenn man einen Charakter hat. Also der zweite Charakter erst. Aber einfach alles mal ein bisschen ausprobieren. Also, ja, einfach die mir zusagen, sind sehr wenige. Mal weg. Ein Brunnen, aber das sind jetzt auch wieder Skelette. Ja. Kann halt nichts, nicht viel machen. Wie sollen wir jetzt das überleben? Wegen Spell. Einfach ein Level, damit wir ein Spell haben. Oh, ist noch stecken geblieben. Ja, bis mal wieder ein bisschen drin ist ein Diablo. Troll ist natürlich viel stärker mit der Wurfwaffe. Bis halt die Mission zu Ende ist. Aber gut, verfolgen nicht immer alle Monster. Köche gehabt. Einfach farbig wäre.
Also, wir brauchen auch wieder Intelligenz, also Energy. Aber nochmal zwei. Vitalität auch und Magic Missiles wird wahrscheinlich nicht so toll sein. Also nicht kennen den Skin zu sehen auch nicht. Also ohne sehen kann ich nicht. Ah, ich weiß, was das genau war. Zielsuchende Chance. Aber sehr schade. Abwasserkammer. Ja, wir respekten das. Wir machen jetzt die Punkte hier rein, bis wir den Skill haben. Der Start vom Druiden im nächsten Part wird auch viel einfacher sein, denke ich mal. Ein Pummel, der Schlag von ihm, ein Baumwesen hat, ist natürlich viel stärker. Ja, wir müssen dann noch verzichten auf den Buff. Und jetzt alles auf Energy. Wir müssen den Schaden erhöhen. Sehr schön. Sehr viel Mana kosten jetzt auch Level 2. Ja, ich weiß ja nicht. Wir müssen ja noch raushauen oder eine andere Skillung werden. Das denn aber noch. Ja, gut. Oh no, sind es nicht seltsam. Median. Ich hab schon Median so zwei sagen wollen. Ja, das hat mir leider auch nicht so gefallen, das Spiel. Ich kann einfach manchmal Spiele, wo man echt viel grinden muss, nicht abhaben. Ich bin eher ein Zocker, der Spiele spielt, wo man nicht viel macht, auch schneller zu Ende sind. Jetzt habe ich heute sehr viel gegrindet im Minecraft-Projekt, Snapshot-Zeug. Jetzt habe ich nicht noch Lust, hier auch zu grinden. Schade, dass der das wir gefunden haben, den Zepter nicht so nutzen können. Ja, so schießt die Kette. Median XL ist natürlich schon sehr kurios gebaut. Jedes Spell ist wirklich einzigartig. Und funktioniert auch recht einzigartig, dass man wirklich ein anderes Skill davor aktivieren muss oder angreifen muss, wie beim Paladin. Oder hier, wo man einfach spammen muss. Ja, mit. Ja. Ein Skillpunkt, aber nichts zum Skillen. Noch der Energy. Okay. Ich werde mal grinden hier. Ein bisschen Items sammeln. Und der nächste Mal kommt dann. Ja, 24, 25 Minuten jetzt. Gut. Also danke schön und bis zum nächsten Mal. Euer Dragobastler. Tschüss.